Wie kann man auf diese Idee kommen, dann ein Video ins Internet zu stellen, wo man sich als Riesenopfer darstellt, auf sie rumzuhacken und sie hätte narzisstische Tendenzen und dann... So, hallo ihr Lieben, Christian Herrschmeier, Patrick Gold, Psychologe und so weiter und so fort. Ja, heute reden wir mal wieder über Unge. Also wenn du den nicht kennst, macht es, glaube ich, keinen Sinn, das Video weiterzugucken. Legende, riesengroßer YouTuber, der neulich rausgekommen ist und wieder ein bisschen wie Sonne abgekriegt heute. Und präventiv schon über seine böse Ex-Freundin geredet hat, die natürlich wieder narzisstische Züge unterstellt hat, was ich ja immer liebe, wenn Leute mit sowas kommen. Ich weiß ja meistens schon, kann mir schon vorstellen, was dann kommt, weil das, naja, egal. Ich habe ja schon damals schon gesagt, boah, ey, ich würde sowas nicht in die Öffentlichkeit ziehen und ganz schlechte Idee und haben die keine Berater, ich kann es echt nicht fassen irgendwie. Und jetzt hat sie echt ein Sahne-Video rausgebracht, seine Ex-Freundin, die Rachel, und das habe ich mir eben mal angeguckt und ich bin echt schockiert. Apropos Psychologe, das wollte ich nochmal aus aktuellem Anlass sagen. Wenn jemand sagt, hier ein YouTuber, er ist Psychologe oder Masterpsychologe und steht aber nicht im Impressum, das muss man, soweit ich weiß, muss das ins Impressum in Deutschland, steht da nicht drin, war es wahrscheinlich nicht so. Just saying. Genau, also dann kommen wir mal zu Unge. Also, ich habe mir jetzt das Video von Rachel angeguckt, ich schneide es jetzt mal auch nicht rein, aber das ist genauso, wie ich mir ein ruhiges, gesetztes Reaktionsvideo, also auf so eine solche Anschuldigung, die sie so bekommen hat, wie ich mir das so vorstelle. Ganz ruhig, faktenorientiert, hat alles mit Screenshots belegt, was sie sagt. Natürlich ist immer noch ihre Meinung, natürlich waren wir immer noch nicht dabei und natürlich, aber also wirkt auf mich extremst glaubwürdig, muss ich wirklich sagen. Und irgendwie shocking, also meiner Ansicht nach hat er sich damit komplett zerlegt. Ich weiß auch nicht, aber da kommen wir gleich zu, haben die keine Berater, diese großen Diktatoren, wie kann man darauf kommen, so Öl ins Feuer zu schütten und das so ins Internet zu ballern? Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht. Also was sie gesagt hat ist, also alles super peinlich, dass er, als sie sich kennengelernt haben, online irgendwie, also über die Ferne auf jeden Fall, dass er ihr Batzen von Geld geschickt hat und was für ein großes Auto er hat. Das ist so cringe, alles wirklich. Aber gut, sie fand ihn trotzdem gut, sie kommt dahin und er sagt gleich, bleib hier. Und dann kaum war sie da, ist er mit Sack und Pack hingezogen, sagt, sie hat er sich nicht mehr für sie interessiert. Da kennen wir natürlich alles, ganze Bindungsangst, Geschichte und die da sein könnte. Aber gut, das kennen wir natürlich, dass dann über die Ferne, deswegen sage ich auch immer, trefft euch, Leute, das zählt alles nicht, was da über, das ist wirklich wie in unseren E-Mails, ne, was da über so Instagram, was weiß ich, was gechattet wird, das zählt nicht. Zählt wirklich nur auf dem Platz, ne, wenn du dich live siehst und schon hast du diesen Salat, Fantasiebeziehung wird real und ja, es kommt nur Mist bei raus. Also er hat sie dann, sagt sie, links liegen gelassen und dann hat sie gesagt, es wäre zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das war, glaube ich, echt eine ganz schlechte Idee von Unge, das ins Internet zu machen. Ne? Also wir wissen es natürlich nicht, aber hat ihn auch beschuldigt, dass er einen Koffer auf ihre Katze geworfen hätte. Und eigentlich beschreibt sie so ein ständiges Verhältnis, wo er eifersüchtig war auf ihre Katze. Also es kommt wirklich so schlecht rüber, ey. Also wirklich. Und ich sage ja, das ist, kommt schon schlecht rüber, wenn du einfach so Rotzbeziehungen beschreibst, aber dann noch, wenn man dann noch beschuldigt wird, der Tierquälerei, wissen wir ja, es kommt ganz schlecht an, so. Und sie ist ja nicht ins Inhalt gegangen, also er sagte ja, sie wollte nur Fame, aber sie hat ja, das hat sie ja nie demonstriert danach, ich folge ja auch auf Instagram, hat sie nie irgendwas Besonderes gepostet, auch nicht über Unge, habe ich nie gesehen, hat jetzt mal ein Video gemacht, hat eigentlich völlig inexistenten YouTube-Kanal, nirgendwo ersichtlich, dass sie nur Fame wollte. Und also alle guten Argumente sind auf ihrer Seite, muss ich sagen. Und ich frage mich immer, was geht in so einem großen YouTuber vor, sich so selbst zu demontieren? Also ich bin wirklich
fassungslos. Ich denke mal, die sind auch in so großen Netzwerken, sind da keine Berater. Und also ich bin absolut fassungslos. Ohne Scheiß, Leute. Ich kann das nicht begreifen. Echt, das. Also man kann ja mal eine blöde Beziehung haben, ne? Haben wir alle schon gehabt irgendwie. Und man kann auch unterschiedliche Meinungen drüber haben. Und es kann auch mal vielleicht ein bisschen turbulent gehen und ich weiß nicht was, ne? Und vielleicht wird auch hinterher mal so ein bisschen, ja, schmutzige Wäsche gewaschen oder irgendjemand schreibt irgendwas oder du kommst da vielleicht ein bisschen blöd bei weg. Ja, es reden da sowieso mal alle über dich, ne, wenn du so groß bist, ne? Wie kann man auf diese Idee kommen, dann ein Video ins Internet zu stellen, wo man sich als Riesenopfer darstellt, auf sie rumzuhacken und sie hätte narzisstische Tendenzen und dann stellt sie das in ihren Zusammenhang und das ist, es wirkt einfach alles nur peinlich und wirklich, wo man sich fragt, hat der Mensch noch nie eine Beziehung gehabt oder ich weiß nicht, also es ist so peinlich, ungeschickt, als wenn du Benzin in ein offenes Feuer schüttest, also ich bin wirklich fassungslos, also wollen die Leute ihren Ruhm verlieren, ihren Ruf verlieren oder ich habe wirklich keinerlei Ahnung, also es ist, ich meine, da musst du deine Beziehung wirklich versuchen, zumindest so ruhig zu führen, wie es nur eben geht, so, ne? Und dann obendrein sagt sie auch noch, ja, dass er womöglich fremd gegangen ist oder zumindest sofort die nächste da war. Gut, das wissen wir ja sowieso, wenn Männer, er wollte sich angeblich trennen, dann wissen wir ja sowieso, wenn Männer sich sofort trennen wollen, eigentlich immer jemand da. Also meistens, wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig. Also war noch die Frage, ob er es auch noch hat parallel laufen lassen oder einfach ekelhaft warm gewechselt ist. Also es ist einfach schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Ja, dann sagt sie auch noch, dass er sich quasi über sie so fremdenfeindlich lustig gemacht hätte, über ihre Herkunft. Also es ist nicht so bodenlos. Stellt sich aber hin als das große Opfer. Ich frage mich immer, was ist in unserer Zeit los, dass sich immer jeder als das große Opfer darstellen muss, ne? Also, das kann ja schon gar nicht aufgehen, dass immer alle Opfer sein wollen, aber vor allem die Leute, also viele auch große auf Social Media, immer alle Opfer sein, das kann nicht sein, wir werden so nicht weiterkommen. Wir werden so nicht weiterkommen, wenn wir uns auf eine höhere Ebene entwickeln wollen, so, ne? Auf so ein höheres Bewusstsein, müssen wir diese Ebene von Täter-Opfer-Beziehung müssen wir transzendieren. Wir müssen unsere Opferanteile bearbeiten und gleichzeitig unsere Täteranteile. Das weiß man ja auch in der Psychologie. Es gibt sowas wie so ein Täterintrojekt, ne? Wenn du in der Kindheit Opfer geworden bist. So, wir müssen das aufarbeiten. Wir müssen endlich das mit Stumpf und Stiel ja nicht ausrotten, sondern überwinden, damit wir so auf eine höhere Stufe kommen und auch dann höherwertige Beziehungen leben können. Ne? Was ich dann immer 5D-Beziehungen nenne, wo es echte Liebe gibt und nicht nur dieses Durcheinander von irgendwelchen Bindungsängstlichkeiten oder Verlustängstlichkeiten oder Ego-Spielchen oder Manipulationen, Übergriffen, ich weiß nicht. Das funktioniert so nicht. Und das fängt damit an, dass wahrscheinlich jeder in den Spiegel gucken kann und sagen, ja, ich hatte in meinem Leben schon manchmal Täter und manchmal Opferseiten. Das ist auch in diesen ganzen AA-Gruppen wird das auch so aufgezogen. Ne? Die sind da eigentlich super modern so. Ne? Aber sich da hinstellen, ich bin das Opfer, ich bin das Opfer. Und dann kommt aber die Partnerin um die Ecke und zieht einem eigentlich den Boden unter den Füßen weg. Also ich meine, das hätte echt kommen sehen müssen. Ich raff's nicht. Kann sich darüber nicht weiterentwickeln, nicht hinausentwickeln, wenn du immer in diesen Kategorien denkst. Du kommst damit nicht weiter. Na, du kannst auch nicht, das ist ja im Internet auch gerade Sport, ne? Auf andere rumhacken, versuchen auf dem medialen Internet Scheiterhaufen zu verbrennen, ne? Und dann denken, ja, ich stehe auf der richtigen Seite und zack, einen Monat später bist du dran, ne? Bist du die Hexe, die verbrannt wird, so, ne? So kommen wir nicht weiter, so kommt keiner weiter und wir müssen uns über diese Ebene erheben. Deswegen sage ich immer wieder, wir müssen, wenn wir in unserer Beziehung weiterkommen, diese Täter-Opfer-Ebene nach oben hin, kann man jetzt spirituell sehen oder psychologisch oder was auch immer, müssen wir die transzendieren. Und wie transzendiert man die? Indem man sieht, ich habe unaufgelöste Täteranteile, ich habe unaufgelöste Opferanteile, die habe ich vielleicht in unterschiedlichen Anteilen gelebt in der Beziehung. Ja, vielleicht bin ich in meinem Leben öfter Täter als Opfer als Täter geworden, aber die eigenen Täteranteile sind häufig noch viel unbewusster als die eigenen Opferanteile. Ich muss die auflösen, ich muss beide auflösen und das funktioniert nicht so, indem ich immer wieder irgendwelche Menschen in die Ecke darstelle und sind immer die anderen die Bösen. So funktioniert das nicht, ne? Und vielleicht kommen wir ja, das habe ich auch in meinem Buch, Neue Dimension der Liebe. Ich habe ja auch noch einen Haufen CDs gekriegt vom Verlag, von der Lesung von mir. Vielleicht muss mal gucken, ob ich die mal irgendwann verkaufe.
Aber gibt es natürlich auch als Buch, Neu in so einer Liebe, habe ich das ja, das ist so 3D versus 5D, das ist alles 3D-Kacke, ne? Diese ganzen Täter-Opfer-Beziehungen, das hat eigentlich mit Liebe nichts zu tun, das ist ein Ausleben von irgendwelchen falsch programmierten Liebeschip, irgendwelchen Plus-Minus-Geschichten, Täter-Opfer-Geschichten. Ich hätte es fast gesagt, langweilig, ja klar, wenn du gerade Opfer bist, natürlich nicht langweilig, aber es bringt uns nicht weiter, es ist immer der gleiche Scheiß, immer wieder neu. Wann sind wir das endlich leid, ne? Also, so eine Kacke zu machen, ne? Und wie gesagt, also wenn ich jemanden sehe, der ganz laut brüllt im Internet, da läuft er, der Täter, werde ich immer sehr skeptisch. Sehr skeptisch. Das habe ich aber auch schon im privaten Rahmen zu oft erlebt, diese Dynamik so, ne? Dass wer am lautesten schreit, ist oft etwas komplizierter, als man denkt. Ja, dann hat er ja neulich noch gepostet, er wäre PORNO süchtig und OF Content Creator süchtig, wo ich schon denke, warum schreibt man das ins Internet? Also warum hält ihn da keiner von ab? Ich weiß es nicht. Meint er, es ist irgendwie cool oder so? Oder gibt es irgendwie Pluspunkte? Ich weiß nicht. Dann sagt sie auch noch, naja, OF hatte er schon, also OF, wisst ihr, was das ist, nämlich mal, ne? Content Creator hat er schon abonniert, wenn er dann noch in einer Beziehung war mit mir. Oh, Junge, es ist so schlimm. So schlimm. Macht doch mit eurem scheiß Geld, was ihr habt. Entwickelt euch doch weiter. Nutzt dieses Geld doch. Da sitzt du auf Madeira, der kann den ganzen Tag tauchen gehen, ich weiß nicht was, wandern gehen, verdient super, dass er da zockt online. Kann auch ein bisschen was davon in Selbstentwicklung stecken, ne? Gibt ja auch im Internet genug, ne? Muss man, oder Leute vor Ort suchen, mit denen man arbeitet. Ich verstehe es nicht. Der ist ja auch keine 20 mehr. Also das wird ihm noch richtig in die Hacken fallen, der ganze Scheiß. Und wirklich mit Recht, also ich vermute, so eine Vermutung, ich vermute mit Recht wirklich. Weil so wie sie da aufgetreten ist, genauso stelle ich mir das vor, wenn sich jemand verteidigen muss, ganz ruhig überlegt. Und sie hat damit auch nicht angefangen, er hat damit angefangen, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Themen habt. Ansonsten haben wir ja noch, habe ich mir auch nochmal hier mit Julian Zietlow und seiner Frau, aber gut, die Frau hat ja auch noch ein Statement gebracht. Also wenn ihr weitere Sachen habt, die ich dann nochmal kommentieren soll, ich denke manchmal, wann sind wir endlich mit dem Drama fertig auf dieser Welt? Wann hören wir endlich auf, das Drama anzubeten und immer nur um unser Ego zu drehen? Ich weiß es nicht, es ist, manchmal denke ich echt, es ist hoffnungslos, ich weiß nicht, das ist, naja. Was denkt ihr dazu? Natürlich gibt es Hoffnung, aber irgendwann muss man mal anfangen. Auf jeden Fall, macht die fucking Kurse, lest die fucking Bücher und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Da muss ich jetzt echt so richtig lachen.